Die Ex schlägt zurück. Warum Christian Lell jetzt sogar Knast droht. Das Beziehungsdrama um Mandy und Mesut geht in die zweite Runde. Er soll mit dem Model Melanie eine Affäre haben, behauptet der verschmähte Ex-Freund Christian Lell. Und das ziemlich öffentlich. Über soziale Netzwerke pöbelt er, was das Zeug hält. Mandy und Mesut sagen dazu nichts. Dafür aber jetzt die angebliche Affäre Melanie über ihren Anwalt. Die beiden wollen zivilrechtlich und strafrechtlich dagegen vorgehen. Im Strafrecht eine Strafanzeige wegen Beleidigungsdelikten, Verleumdung über Nachrede etc. Und anderem auch wegen Hashtags wie in dir steckt ein Weltmeister. Solche Sachen muss man ja nicht lesen als Frau. Ganz schön harter Tobak. Und damit der aufhört, drohen Melanie und ihr Jurist mit allem, was das Gesetz so hergibt. In der Regel ist es eine Geldstrafe, gibt aber auch Freiheitsstrafen dafür. Der schlimmste, meist erachtens im Raum stehende Tatbestand hat einen Strafrahmen bis zu 3 Jahren. Ob Christian Lell wirklich für 3 Jahre in den Knast müsste, bestimmt letztlich das Gericht. Aber sein weiteres Verhalten wird für Melanie entscheidend. Mit der Mandantin ist besprochen, dass wir abwarten, ob Herr Lell sein Vorgehen von alleine überdenkt. Wenn er das macht, dann behalten wir uns die strafrechtlichen Schritte weiterhin vor. Wenn er natürlich jetzt daraus einen Blog macht und sich jeden Tag irgendwelche Details aus der Beziehung postet, dann werden wir auch die Strafanzeige dann erstatten. Und sollte Lell wirklich weitermachen, hat er schon Mesut Özils Manager angekündigt, rechtliche Schritte zu ergreifen. Gut möglich also, dass sich die beiden Kicker bald gegenüberstehen, allerdings nicht auf dem Fußballplatz.